Das ist nicht ganz unwahr. Ignitia ist nicht der einzige Platz, der ausstirbt, weißt du? Man sagt, dass die Wüstenstadt Solos nicht mehr wiederzuerkennen ist, seitdem der Nexolord dort eine Ausgrabung vornimmt. Interessant. Können wir hier runter? Nein. Können wir da lang? Nein. Okay, in das Haus können wir auch nicht. Wird gerade blockiert. Faszinierend. Ignitia ist wirklich ein Wunderwerk, denkst du nicht? Ich komme aus der Stadt Royal. Funk Royal. Und es ist für mich nirgends so interessant wie an einem Ort wie diesem. Lass mich dir das sagen. Ja, okay, Schwester. Okay, telefonieren können wir nicht. Und hier sind wir draußen. Müssen wir hier hin? Und da ist auf jeden Fall ein Haus untergegangen. Vielleicht können wir auch hier trainieren. Mal gucken, wie stark die Viecher sind. Level 17! Und Elektro, der macht uns sofort platt. Fehlgeschlagen, na toll. Scheiße. Warte, wir wechseln eben. Okay, ja, wir müssen leveln, es hilft ja nichts. Level 16. Wir müssen leveln. Warte mal. Ist zwar nicht vorteilhaft, aber ich würde mich mal eben hier weiter umschauen. Oh, der ist ja niedlich. Und tot. Level 18er, ey. Ich wünschte wirklich, die anderen würden einfach schneller mitleveln. Also automatisch. Guck mal, Togepi auf Fisch bestellt. Kindeor war das, ne? Aber wir suchen ja jemanden. Deswegen will ich mich halt hier auch umgucken. Wie groß ist aber auch dieser Ort, bitte? Oh. Aus dem Weg! Okay. Hey, Miep. Diese Knechte arbeiten für den Nexolord. Was sollen wir tun, Miep? Naja, Miep, das liegt bei dir, Miep. Aber bedenke, dass, Miep, wir das verschwundene Paket, Miep, finden müssen. Okay. Ich weiß, das ist jetzt sehr weichei-mäßig. Nö, ich speichere nicht, nö. Ich wollte speichern, aber nö. Ich bin nicht für die Hitze an diesem Ort gemacht. Weißt du, was erfrischend wäre? Ein Nexomon-Kampf. Ja, let's go. Strohhut-Luffy. Oh, doch nicht Strohhut-Luffy. Strohhut-Knuffi. Hübsches Nexo. Totes Nexo. Das ist auch geil. Ui, ausgewichen. Nicht schlecht für eine Schildkröte. Respekt. Oh nein. Und wieder. Er hat unsere Sicht vernebelt. Oh fuck my life, Alter. Töte es. Genau. Alter, wir müssen unbedingt alle leveln. Shit the fuck. Okay, Levelaufstieg. Wow, danke, Buddy. Ich fühle mich jetzt viel besser. Nexomon-Kämpfe sind die Lösung für alles. Wusstest du das? Ist das so? Rollschuhe? Wofür sind denn die? Rüste diesen Gegenstand im Inventar aus, um schneller zu laufen. Das will ich ausprobieren, tatsächlich. Nexoskates. Equipped.
Okay. Ja, jetzt die Frage, folgen wir denen oder gehen wir hier lang? Wir gehen hier lang. Erstmal. Okay, warte. Vielleicht doch nicht. Ich bin zu interessiert. Ich bin zu interessiert. Da ist auch wieder ein Kampf. Fuck my life, ey. Warte mal. Den Kampf gehe ich jetzt aus dem Weg, um erstmal den Kampf zu bestreiten. Ich habe bald einen Auftritt. Ich kann mit diesem Stress nicht umgehen. Das ist der Grund, warum ich mich oft durch das Kämpfen mit anderen Bändigern ablenke. Was sagst du? Ja, let's rock, sage ich dazu. Coole Friese anbei. Oh, das Vieh sieht auch cool aus. Boom, weg damit. Auch schick. Asteor, okay, und das ist Tafaka. Tafaka sieht ja knuddelig aus. Und tot. Hallo, Dodu. So, Jagdstrich. Ich habe verloren. Jetzt bin ich wegen des Auftritts noch mehr beunruhigt. Und ich bin beunruhigt, weil wir leveln müssen. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Aber cooles Vieh. Aber Level 18 ist too much, ey. Wir müssen echt zurück, um zu trainieren. Nexo Trap. Warte mal. Wären wir da nicht auch von da oben gekommen? Ich weiß es nicht. Okay, lass uns kämpfen. Scheiß drauf. Die Luft ist so giftig in der Stadt. Aber es ist schöner hier weit weg. Bist du hier, um mir meine frische Luft zu stehlen? Komm und versuch es. Ja, in so einem Ort möchte man nicht leben, glaube ich. Oh, ein Koala. Ein toter Koala. Kindala. Rest in peace. Das ist auch hübsch. Oh nein. Schlafen wir? Fuck. Aber bis verkraften wir. So. Musha Musha. Ja. Musha Musha. Tschüss. Du bist wirklich stark. Wenn du etwas wirklich frische Luft willst, was? Wenn du etwas wirklich frische Luft willst, solltest du den Dschungel im Süden besuchen. Ja, aber jetzt will ich erstmal gucken, wären wir sonst von hier oben gekommen? Da geht's ja auch noch lang. Alter, wie... Okay, warte, stopp. Da wären wir lang gekommen, ne? Gegen die haben wir gekämpft, da oben wären wir lang gekommen. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Ah, warte, erstmal, bevor ich da gucke, in das Haus. Ein Trank, sehr schön. Erstmal in das Haus. Okay, was ist das hier? Beep, beep, beep. Projekt Pixelkai, Eintrag 115. Die Zeit wird knapp für uns. Als der Omnicron auftauchte, mussten wir schnelle Vorbereitung. Sollten wir schnelle Vorbereitung für den Pikekau-Bunker treffen. Wir müssen das richtig stellen. Das Schicksal der Menschheit liegt auf unseren Schultern. Okay. Okay. Ey, vorbei da. Projekt blablabla, Eintrag 241. Bäume, Berge und Nexomon. Wir haben unser Bestes getan, um Pixekai im Bild unserer eigenen Erde darzustellen. Leider ist da noch ein weiteres Ding, das wir im Gemälde abzeichnen müssen. Okay.
Eintrag 377 von Pixekai. Um die Lebensbedingungen im Pixekai korrekt zu testen, haben wir versucht, das menschliche Leben zu simulieren. Wir haben Pixekai mit so viel virtuellen Menschen, wie wir konnten, zusammentreffen lassen. Es hat gut funktioniert, bis... Ja, bis was? Und damit können wir nicht interagieren, nö. Okay. Das Problem ist, da geht's halt auch noch lang. Warte mal, kämpfen wir mal einmal hier. Oh Gott, das Candlemon auf Level 19, ey. Ja, wie es scheint, wird das nachher wieder eine Leveling-Session geben. Hilft ja nichts. Eigentlich müsste ich die jetzt schon angehen. Gut, okay. Ich will auch nicht komplett hier mich verlaufen. Wo geht's hier lang? Okay, hier ist eine Sperre. Das heißt, hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen unten lang. Aber ich gehe jetzt erstmal hier oben lang. Warte, ich hole mir erstmal das Item. Gegengift, sehr schön. So. Kämpfchen. Zwischendurch. Pira. Boom, weg mit dir. Level 36. Oh, heilender Strom. Eine erfrischende Brise, die Nexomon heilt. Gar nicht mal so verkehrt, denke ich. Und nochmal Pira. Okay. Also doch runter und dann von unten da lang. So. Hier ist der Kollege mit der Luft. Aber es geht auch hier runter. Hey, ich denke nicht, Miep, dass wir hier lang müssen. Meiner Karte nach führt dieser Weg, Miep, weg zu einem Dschungel. Lass uns zurückgehen. Ja, aber dann hier lang. Weil wir haben immer noch Mission Paket und so. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Erstmal einen Kampf mitnehmen. Weg mit dir. Gott, oh Gott, oh Gott, ey, die anderen nachleveln gleich wieder. Wiederbeleber gefunden, sehr schön. Kampf, auch sehr schön. Ponirius. Totes Ponirius. Emotel. Totes Emotel. Okay, hier geht's nicht lang, das ist einfach nur eine Fläche. Okay, okay. Ein Kampf. Wieder Emotel, wieder totes Emotel. 37. So, also müssen wir da runter. Weg mit dir. Kämpfchen. Oh, kleiner Pupsdrache. Toter Pupsdrache. Drash. Das ist Drash Ketchum aus Alabastia. Okay, let's go. Das habe ich dir bereits gesagt. Das Ding ist gefährlich. Gib es her und wir lassen dich in Ruhe. Du bist verrückt. Warum sollte ich irgendjemanden so etwas wie das gebrauchen können? Ich behalte es. Geh weg. Hä? Und wer bist du bitte? Das geht dich nichts an. Schmeißt endlich mal jemand dieses Kind heraus? Oh, muss ich jetzt gegen alle kämpfen?
Dies wird ja ein lustiger Spaß. Zum Glück habe ich Beleber, ey. Weil wie gesagt, wir können uns gerade nur auf unser Starter so richtig verlassen. Die anderen müssen wir echt nachleveln, leider Gottes. Den möchte ich haben. Klonky. Klonky Kong. Level 38. Sehr gut. Warte eine Sekunde. Ist das nicht der Bändiger, der den Aufseher Ivan geschlagen hat? Verdammt, wir haben dich nicht erwartet. Taktischer Rückzug, jetzt! Okay. Ick, bleib weg. Du bist wirklich es auch für dich selbst, oder nicht? Du willst es, meine ich. Ich muss dieses Ding loswerden. Sofort. Oh nö. Bleib doch mal stehen, Junge. Wieso kann der darüber hüpfen und wir nicht? Wow, Meep. Was ist denn mit diesen Typen los? Meep, denkst du, Meep, das ist der verschwundene Mitarbeiter, Meep, von dem Ron gesprochen hat, Meep? Komm schon, lass uns versuchen, ihn einzuholen, Meep. Er muss in der Nähe sein. Okay, hier gibt's aber ansonsten auch nichts mehr, ne? Kann ich da lang? Nein, nein, okay. Gut, er ist ja da hochgelaufen, das heißt, wir müssen da auch wieder hoch. Erstmal noch ein Kampf auf Risiko gegen Wish Togepi. Und wir müssen ganz dringend echt nachleveln, ey. Es hilft nichts. Wir müssen nachleveln. Da ist er. Eben noch den Kampf mitnehmen auf Risiko. Warum halt auch nicht? Okay. Meep, hey ihr. Was willst du? Komm runter, Meep, wir wollen nur... Ich werde es niemals hergeben. Niemand kann dieses Ding haben. Ja gut. Dann kriegst du jetzt in deinen ekelhaftigen, dreckigen Overall auf den Kopf. Feuer benutzt. Oi. Weg mit ihm. Flammensäule, oh Mann, ey. Die setzen selbst unserem stärksten Nexo sehr zu. Levelaufstieg. Das kommt gut. Nein. Hör zu, Meep. Ron hat uns geschickt, Meep, um dich zu retten, Meep. Das ist alles, Meep. Mein Boss? Ja, wir sind hier, um dir zu helfen, Meep, das Paket zu überbringen, Meep. Nein. Was stimmt nicht, Meep? Wir können es nicht überbringen. Wir müssen dieses schreckliche Ding zerstören. Was? Ihr bekommt es nicht. Niemand bekommt es. Der Empfänger ist der Nexolord selbst. Meep, der Nexolord, das ist für ihn, Meep. Was exakt, Meep, ist das für ein Ding, Meep? Es ist bekannt als Nexocore. Die kraftvollste Energiequelle, die der Menschheit bekannt ist. Ich habe gehört, dass er auch eine riesige Maschine bekommt,
Ich kann nur vermuten, dass er sie mit dem Nixokor betreibt. Eine Maschine, Miep? Könnte es, Miep? Was auch immer er plant, ich muss einen Weg finden, dieses verfluchte Ding zu zerstören. Warum wirfst du es nicht einfach in die Lava, Miep? Nein! Wenn es hochgeht, könnte es die ganze Stadt zerstören. Okay, Miep, gut, dann Miep, versteck es doch einfach. Miep, vergrab es doch irgendwo. Keine Chance. Es sendet ein sehr starkes Signal aus, das von überall aus geortet werden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist, wenn du es einfach uns gibst, Miep? Was? Du kannst uns vertrauen, Miep. Wir bekämpfen den Nexo-Lord, Miep. Irgendwie. Außerdem ist der Nexo-Core, Miep, sicher bei uns. Du bist kein so starker Bändiger, Miep. Ich denke, ihr habt recht. Aber dann seid ihr in Gefahr. Sie werden euch überall hinfolgen. Nexo-Core erhalten. Mein Name ist übrigens Matthew. Wir überlegen uns einen Weg, Miep, den Nexo-Core sicher zu zerstören. Ich sollte das meinem Boss erzählen. Vielleicht sehen wir uns in der Stadt. Ja, wir sollten, Miep, auch mit Ron reden. Lass uns zur Stadt zurückgehen und unsere Konzertkarten holen, Miep. Okay, anscheinend müssen wir den ganzen Weg doch gehen. Okay, warum auch nicht? Und wir müssen ganz dringend leveln, meine Güte.